Yo, servus Leute, willkommen zurück zu einem neuen Monster Hunter World Rüstungsset Video. Heute zeige ich euch ein Set für die Diablos Charge Trade. Die Diablos Charge Trade. Die wohl stärkste Charge Trade momentan im Monster Hunter World. Hat eine Aufprallfiole und sehr hohen Rohangriff. Und ich zeige euch jetzt mein Set, das ich dafür gemacht habe. Das ich am meisten benutze. Wir haben hier Angriffsboost 7, Aufhetzer 3, Artillerie 3, Schwächevorteil 2, Fokus 2, Kapazitätsboost 1, Höchstmacht 1 und Nicht-Element Boost. Und on top haben wir noch die Nergigante-Fähigkeit Schnelle Erholung. Ja, zu Angriffsboost 7, natürlich, es geht es darum, den Schaden der Fiolen nach oben zu pushen. Deshalb habe ich meine Chargepad hier auch zweimal auf Angriff augmentiert. Und durch Artillerie 3 bekommt man den meisten Schadensbonus für die Fiolen. Artillerie 3 ist ganz wichtig für Chargepad. Also zumindest für Aufprall-Fiolen. Ist Artillerie 3 der wichtigste Skill, denn dadurch, wie ihr seht, steht hier unten schon 30% mehr Angriff für die Fiolen. Angriffsboost 7 steigert das Ganze nicht so stark, aber eben doch auch. Aufhetzer 3, ganz nett, wenn das Monster im wütenden Modus ist, bekommt man hier nochmal einen Schadensbonus dazu. Schwächevorteil 2 habe ich jetzt nur drin, um eben die negative Affinität auszugleichen, wenn man eine Schwachstelle angreift. Kapazitätsboost ist auch ganz toll, denn dadurch haben wir eine Stufe mehr zum Laden, das heißt statt 5 Fiolen können wir gleichzeitig 6 laden. Höchstmacht 1 ist jetzt nur so ein Nebenprodukt von den Gigante Rüstungen, aber auch nicht unbedingt schlecht. Und ganz wichtig eben auch der Nicht-Element-Boost, dadurch bekommen wir 10% mehr Grundangriff dazu und ja. Und on top haben wir noch die Nergigante-Fähigkeit, Nergigante-Hunger. Regeneriere Gesundheit, solange du kontinuierlich ein Monster angreifst. Tja. Das ist eben mein Set dafür. Ich habe hier wieder in der Kantine auf Angriff hochgegessen und jetzt haben wir uns wieder Mega-Dämonenmittel, Machtsamen und Dämonenpulver rein. Und jetzt schauen wir uns mal den Fiolenschaden an. Bam. Hat man leider nicht so toll gesehen. Ich glaube 91 ist es jetzt hier. Trainingslager. Viel mal zur Demonstration. Das Set sieht auch richtig cool aus, habe ich hier so weiße Farben gemacht, gefällt mir ganz gut. Und wir schauen uns noch schnell die Dekorationen an, weil das vergesse ich meistens. Wir brauchen für das Set hier ein Nicht-Element-Boost-Juwel, also ein Elementlos-Juwel und ein Magazin-Juwel. Dann zwei Angriffsjuwele und drei Artillerie-Juwele und dann kann man das ganz easy slotten. Ja, und dann sehen wir uns die Waffe in der Quest an. So, wir sind jetzt auf der Quest, um einen Nergigante zu jagen. Habe ich auch schon einen ganz guten Run geschafft mit Charge Blade. Mal gucken, wie es jetzt so läuft. Eine Katze habe ich wie immer nicht dabei. Wenn ich Solo spiele, ich brauche die Katze eigentlich nicht. Ich lasse die eigentlich immer weg.
So. Da ist er schon, dann der Gigante. Und jetzt muss er wieder einstellen, das geht in den Burst in die Fresse. Ui. Ja, jetzt holen wir erstmal rum. So, das ist immer das größte Problem, wenn man versucht, einen Energie-Gigante-Run zu machen, dass der dann zum Schluss abhaut. Und dadurch verliert man sehr viel Zeit, aber... Ja, scheiße. Also mal stehen jetzt, du Arsch. Ja, war jetzt kein Speedrun, da hatte ich schon bessere Zeiten, um die 2 Minuten. Aber war zu gebrauchen. Zum Schluss ist halt immer das Problem hier, weil der da abhaut. Ja. Aber das Set haut natürlich ordentlich rein. Macht schon viel Schaden. Und ja, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und macht's gut. Ciao.